Hallo zusammen, ich bin Jasmin Kosubek und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Themen. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, vielleicht sogar mit einer kleinen Spende, dann könnt ihr das gerne machen. Alle Informationen dazu findet ihr in der Beschreibung. Und nun zu meinem Gast, Peter Hane, ZDF-Legende und Bestsellerautor von zahlreichen Wutschriften. Das aktuellste Buch aus dieser Reihe und direkt ein Bestseller. Ist das euer Ernst? Aufstand gegen Idiotie und Ideologie. Das passt sehr gut zu Ihnen. In unserem letzten Interview mit dem Titel Alter weißer Mann, ja, ich habe Ihnen diesen Ehrentitel gegeben. Nie vergessen. Ja, haben wir lang und breit über Ihre Vita gesprochen. Ich verlinke das Interview, weil ich sonst reden wir wieder eine Viertelstunde über Ihre Heldentaten. Und da, ich denke, das müssen wir jetzt nicht wiederholen. Es sind ja wieder neue dazugekommen. Aber ich bin ja, wie Sie gemerkt haben, in dem letzten Interview so bescheiden. So demütig, so zurückhaltend. Meinen Sie? Ja, deswegen finde ich es gut, dass wir dann darüber nicht sprechen. Nein, allen Ernstes, wir machen jetzt was Neues. Wir machen jetzt was Neues, genau. Und wer sich aber dafür interessiert, der kann sich gerne das alte Interview angucken. Ich verlinke, irgendwo hier ist es jetzt verlinkt. Wir sprechen heute, wie schon gesagt, über Ihre aktuelle Wutschrift. Ich will wissen, außerdem, ob Sie schon mal gekifft haben. Und wir gehen auf einige Zuschauerfragen ein, weil Sie sind ja der absolute Zuschauerliebling. Und warum sage ich Wutschrift? Es gibt nämlich so einen Zeitartikel über Sie, über das neue Buch, mit der Überschrift Recht hat er. Peter Hane hat ein neues Buch geschrieben, leider, von Thomas Schmidt. Der ist Ihnen bekannt? Der ist natürlich sehr mir bekannt. Ja. Ich meine, Sie haben ja extra die Edelfeder genommen, mein Buch zu besprechen. Das muss man sich mal vorstellen. Das Buch war gerade 24 Stunden auf dem Markt. Da hatte die Zeit schon zugegriffen. Und das ist das Beste, was einem passieren kann. Wenn einer schreibt, also es ist ja das Dollste, was wir je im Leben gelesen haben, denkt man, das ist Lobhudelei, die hatte Hane sich bestellt. Das Beste ist immer Kritik, sodass die einen sagen, ist der wirklich so blöd und kaufen das, kostet ja nur 12 Euro, also das ist ja nicht eine Rieseninvestition. Andere vielleicht aus Mitleid oder andere sagen, jetzt erst recht. Aber ich habe mich sehr gefreut, das ist ja immerhin eine ganze Seite in der Zeit. Ja, und der Überschrift war sehr witzig, Sie sagten es jetzt auch, Recht hat er, ne? Jawohl, jetzt sagt's mal einer. Ne? Ja. Außerdem stand da drin, die Scheldrede eines routinierten Wutschreibers. Ja, ist das nicht ehrlich? Also ich ist fand so ein Ritterschlag. Also ehrlich gesagt fand ich das so, ah ja, das stimmt, Wutschreiber. Und deswegen kam ich dann auch zu dem Begriff Wutschriften. Weil Ihre Bücher, die Sie ja veröffentlicht haben, die ich würde sind sagen, emotional. Die sind ein Genre. Ist Wutschrift ein Genre? Also, ich will mal so sagen, in diesem berühmten Fragebogen, Tichys Einblick hat jetzt mich in diesen Fragebogen geholt und da ist unter anderem, was ist Ihre Lieblingsfigur in Märchen? Und da habe ich gesagt, Rumpelstilzchen, der erste Wutbürger. Also ich muss sagen, ich liebe die Leute. Ich bin ja nun 50 Jahre, das haben wir letztes Mal ja besprochen, in diesem Job, immer an vorderster Front in der Politik. Und ich habe diese Zeiten ja alle erlebt, das war ja noch schwarz-weiß. Fernsehen, also mit Wehner und Strauß und wie sie alle hießen, das waren ja alles Wutbürger. Also der Bundestag bestand ja fast nur aus Wutbürgern, die richtig miteinander diskutiert haben. Das haben wir ja alles verlernt und deshalb empfinden viele vielleicht auch mich, auch in den Talksendungen, auch bei Ihnen oder in den Büchern, der Hahn ist immer wütend. Ein bisschen, aber Sie haben sich jetzt auch mit Rumpelstilzchen verglichen und tatsächlich finde ich das gar nicht so verkehrt. Ja. Sozusagen so, aber nicht. Ja. Also sagen wir mal so, ich bin nicht der Typ für Softe. Also ich finde das immer so schrecklich, wenn Konjunktive, also ich benutze grundsätzlich keine Konjunktive, hätte, möchte, könnte, es könnte sein und sollte sein. Ich habe auch in meiner Fernsehkarriere immer, auch in den Nachrichtensendungen, an sich immer einen Ist-Zustand proklamiert, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich rede nicht drumherum. Und das ist bei den einen gut angekommen, die anderen haben gesagt, der spinnt, also hat man gespalten. Und insofern war man auch immer interessant. Also ich bin der Überzeugung, also das sage ich in aller Bescheidenheit, dass ich nie langweilig gewesen bin. Mhm.
Ich wünschte jetzt, dass mir das Märchen Rumpelstilzchen ein bisschen noch geläufiger wäre. Ich erinnere mich nur an diesen Spruch, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen ja, heiße. Ja, der ist dann da im Kreis und so. Ich werde mich danach noch mal belesen, ja, die Details. Aber ich fand es halt nur, diese Fragebogen, ich finde das schlimm, wenn da Leute sich ransetzen, möglichst noch recherchieren, wie man am besten da antwortet. Ich finde das immer am besten ganz spontan. Ich kriegte den Fragebogen, nach 20 Minuten habe ich den zurückgeschickt. War übrigens auch noch eine interessante Frage. Wen würden Sie an einen Tisch zusammenbringen, den einen wiederbeleben und der andere lebt? Also wie würden Sie die, und da habe ich gesagt, Franz Josef Strauß und Markus Söder, damit man den himmelweiten Unterschied sieht. Fiel mir auch so spontan ein. Mhm. Ist interessant, dass Sie da auf diese Fragebogen so eingehen, weil ich kriege die ja auch manchmal zugeschickt, ja, und versuche die auch eben in so einem 20-Minuten-Fenster zu beantworten. Aber ich merke selber, dass ich dann auch manchmal denke, ah, wie könnte ich da denn total gut klingen? Aber Sie sagen, man muss da, ja, das muss spontan rausgehauen also werden. Ist ja jetzt was für Sie, dann sind wir wieder alter weißer Mann. War die Frage, was finden Sie toll an Frauen? Und das hätte ich ja sofort was antworten können, sondern was können Frauen am besten? Oder besser als Männer? So, was können Frauen am besten? Und da habe ich dann geschrieben, ich bitte um Bedenkzeit. Mhm. Nicht, also. Und was? Und haben Sie ja Bedenkzeit bekommen? Was würden ja, Sie jetzt auf diese Frage sagen? Also dadurch, dass das ja abgeschlossen ist, sage ich jetzt gar nichts. Aber ich will damit nur sagen, also ich glaube, man muss Wahrheiten, auch Wutwahrheiten, immer humorvoll ausdrücken. Also ich habe jetzt zwei Dinge erlebt. Zufall ist ein Pseudonym Gottes, habe ich Ihnen ja letztes Mal auch erklärt, warum ich das sage. Ich traf bei einer Veranstaltung Ricarda Lang von den Grünen und bin auf die zugegangen und sie kam mir strahlend entgegen. Nachher stellte mich raus, die Eltern sind Fans von mir. Und ich sag Frau Lang, und wir haben uns umarmt, ein Selfie gemacht bei einer Veranstaltung. Wann war das? Das war kurz vor Weihnachten, bei der ZDF-Gala Ein Herz für Kinder. Und ich sag, wissen Sie, Frau Lang, ich schätze Sie unwahrscheinlich menschlich. Niemand bringt diesen grünen Schwachsinn so sympathisch rüber wie Sie. So, jetzt haben wir uns gestern wieder getroffen, zufällig vor einem Lokal in Berlin-Mitte. Wir haben uns umarmt und ich sage, Frau Lang, ist das wunderbar, ich habe wieder so viel Schwachsinn von Ihnen gehört. Wissen Sie, man kann doch, das ist eben das Schlimme an unserer Zeit, dass Hass und Hetze dazu führt, dass man sich noch nicht mal mehr die Hand gibt, sich aus dem Weg geht oder verdächtig wird, wenn man miteinander sogar noch ein Bier trinkt. Und ich muss wirklich sagen, ich habe die Zeiten erlebt, wo verfeindete, politisch verfeindete Leute trotzdem menschlich zusammen konnten. Heute würde man sagen, dass das dann inauthentisch wirkt, ja, was die dann vortragen. Also das ist ja halt so diese Dissonanz, die dann entsteht bei dem Zuseher von außen, ja, her, die bekriegen sich ja so. Ja, das ist aber Theater. Das ist Theater. Ja. Aber dann war das kein Theater damals? Nein, das damals? War überhaupt kein Theater. Also ich meine, es gab ja wirklich die Zeiten, wo wo die wirklich hinterher Schafskopf oder Skat gespielt haben und vorher haben sich gestritten. Jetzt geht es ja, oder gucken Sie mal, so ist die Fußballmannschaft des Bundestages entstanden. Dass man gesagt hat, alle, egal welche Parteien, wir machen natürlich im Bundestag dann zwei Mannschaften, aber der Bundestag spielt auch mal gegen die 7. Auswahl von Bayern München oder irgend sowas. Da waren alle dabei. Und jetzt, und das ist gut, dass Sie das sagen, ist fast für mich symbolhaft, jetzt beschließen die Altparteien, also die AfD-Leute dürfen nicht mehr mitspielen. Da habe ich gedacht, das ist für mich so symbolisch für unsere Zeit. Also wir sperren uns jetzt nicht nur politisch aus, sondern auch, wir spielen nicht mehr miteinander Fußball. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Ja, aber Sie wissen ja auch warum. Weil aus Sicht der Mehrheitsparteien
die AfD aufgrund von bestimmter Mitglieder in der AfD Grenzen überschritten hat, die in Deutschland als auf jeden Fall rote Linie wahrgenommen werden. Ja, aber ja? Jede Partei hat Spinner, jede Partei hat Extremisten. Es kommt keiner aber der Extremismus auf der rechten Seite, ja, der in Fremdenfeindlichkeit kippen kann, ich sage nicht, dass alle so sind, so, das ist in Deutschland halt, wird viel sensibler betrachtet als, sagen wir mal, Linksextremismus oder Ökoextremismus. Ja, aber ja? Also, man es hat ist auch, einfach so, ich, man es hat ist nur auch die Tatsache. Die SPD nicht ausgeschlossen als zwei Kinderschänder. Edati und der andere fällt mir jetzt nicht ein, mit T, Toys oder wie der hieß, ich kenne ja beide. Als die aufgeflogen sind. Ja, aber das ist ja kein politisches... Nein, das finde ich ja noch viel schlimmer. Also, ja, aber das ist ja kein politisches Statement, dass jemand pädophil ist. Ja, aber also irgendwo muss man doch mal... Da würde ich ja eher auf die Grünen schauen, die ja tatsächlich... Ich weiß, damals war das noch eine andere Zeit, in den 70ern. Ja, aber das war ja natürlich schlimm. Das war ja ein ganzer Zeitgeist, der da existiert natürlich. Hat. Ja, aber ich meine... Aber die haben sich ja davon auch mittlerweile distanziert. Ja, aber nur schwach. Also bei aller Liebe... ich meine, dass Sie das ansprechen, finde ich toll, da habe ich noch nie drüber diskutiert. Das ist etwas, was mich so aufregt. Weil dieser ganze Komplex, dass die Grünen sich politisch einen rechtsfreien Raum schaffen wollten, damit man an die Kinder rankam. Das sollte ja in Gesetze gegossen werden und alles. Es gab den berühmten Parteitag in Lüdenscheid, wo eine ganze Gruppe bei den Grünen ausgetreten ist und dann zum Teil bei der SPD eingetreten ist. Aus diesem Grund. Und heute wird Cohn-Bendit, der sich nie distanziert hat, in die Talkshows eingeladen. Also ich meine, das ist tatsächlich, weil ich kann mich an das Zitat, weil ich jetzt bin jetzt nicht explizit darauf vorbereitet, das gebe ich zu, aber ich meine durchaus, dass er sich distanziert hat und von dem Buch, das er ja geschrieben hat, ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles ein bisschen gefährliches Halbwissen und ich würde... Ja, gut, weil Pädophilie ist halt so ein schwerwiegender Vorwurf, dass man da vorsichtig sein muss, was man da sagt. Aber natürlich, es ist festgehalten, dass es dieses Buch gibt, dass Cohn-Bendit sich sehr positiv darüber geäußert hat, mit kleinen Streichen, Kindern genau. Und so weiter. Gut, aber wenn Sie in Berlin, das ist ja jetzt aufgeflogen. Berlin ist ja vor einigen Wochen nochmal neu aufgeflogen. Indem man versucht hat, jedenfalls aufzuarbeiten, was ist da passiert, dass das Sozialamt, der Senat, pädophilen Gruppen die Kinder zugeschustert hat. Das war ein Aufschrei in ganz wenigen Zeitungen. Gunnar Schupelius, der ein Denkmal eigentlich verdient dafür, der hat den Mumm, weil er Familienvater ist, in der Bild-Zeitung und in der BZ ganz klar darüber zu schreiben. Das war alles, da hört man heute nichts mehr von. Und sowas finde ich schlimm. Auch die Odenwaldschule, ich habe das ja alles miterlebt, war bei den Pressekonferenzen von Mainz aus. Das ist alles so erschütternd, wer da alles involviert ist. Der Elternsprecher der Odenwaldschule war der spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Ich meine, das ist jetzt nicht unser Thema, aber es gibt viele Dinge, die werden heute, glaube ich, durch so Modethemen alle an die Seite geschoben. Und das ist doch unsere Aufgabe als Journalisten. Ich sage immer, wir müssen alles hinterfragen, kritisieren, investigativ sein. Aber wir müssen gegen das Vergessen ansprechen. Das gilt für Corona, das gilt für all die Sachen. Die Leute wissen doch nicht mehr, wer vor 4 Jahren was verbrochen hat bei Corona. Naja, ich glaube, dass die Leute immer wieder daran erinnert werden und weil die Masse an Personen, die Menschen daran erinnern, immer größer wird, ist es schwieriger, es zu vergessen. Und jetzt mit den RKI-Files oder mit den RKI-Protokollen ist da natürlich wieder was hochgekommen. Und es gibt ja auch bestimmte, sagen wir mal, mainstreamigere Medien, und das sage ich jetzt nicht despektierlich oder abwertend, wie zum Beispiel auch die Berliner Zeitung oder die NZZ, die natürlich da auch, Nordkurier, die ja auch den Finger in die Wunde legen diesbezüglich. Also es ist ja nicht so, als wäre das ein Thema, das nur von den Alternativen beackert wird. Nein. Also da hat sich schon einiges verändert. Das ist völlig richtig. Und wo Sie das jetzt sagen, man muss sich vorstellen, Berliner, das ist übrigens der Beweis, dass das alles mit Parteipolitik und Ideologie und rechts und links nicht zu tun hat. Die Berliner Zeitung als explizit linke Zeitung
hat in der Corona-Zeit ein hervorragendes Bild abgegeben und auch jetzt bei den Akten von RKI. Das finde ich einfach toll. Und die NZZ von der ganz anderen politischen Richtung. Und der Nordkurier, ich meine, darüber sind ja sogar Redakteure und ein Chefredakteur gestolpert. Sie sind trotzdem bei ihrer Linie geblieben, die ganze Corona-Geschichte kritisch zu begleiten. Also da nennen Sie ja die drei richtigen Zeitungen, kann man nur dankbar für sein. Ich will nur sagen, dass Dinge sich durchaus verändern, weil ich weiß, viele Leute sind sehr frustriert und auch die Menschen, ich habe ja die Zuschauer gefragt, ne, ob es ein bisschen paar Fragen gibt an Sie. Und einige davon waren so, ja, wir wissen ja, wir mögen Peter Hane und wir kennen seine Wutreden, aber es ändert sich ja nichts. Warum kann der Herr Hane nicht mal irgendwie was Konstruktives, was Positives sagen? Der Ist-Zustand ist doch klar. Ja, aber das wird von vielen gesagt. Wenn ich aber, mich sprechen doch so viele Leute an. Und wenn man da mal über bestimmte Sachen ins Gespräch kommt, stelle ich immer wieder fest, ja, das Vergessen ist groß. Also uns mag das vielleicht klar sein. Interessierten Zuhörern mag das auch klar sein. Aber der Masse, die Masse vergisst zu schnell. Also wir beiden würden uns ja überflüssig machen in unserem Beruf, wenn die Leute alles noch präsent hätten. Sie haben es nicht. Und deswegen glaube ich schon, man muss das auch immer wieder aufwecken. Und dann sage ich immer, ich verstehe mich eben nach wie vor als Journalist. Es ist nicht meine Aufgabe und auch Ihre nicht, hier Rezepte zu bringen, wie man die Welt regieren kann, sondern Informationen zu bringen, auch rauszukitzeln aus den Leuten, damit die Leute, auch die Zuschauer jetzt sagen können, so, und jetzt ziehen wir die Konsequenz daraus und machen das. Aber wenn Sie sagen, Sie sehen sich immer noch als Journalist, dann sind Sie ja tendenziell eher ein Meinungsjournalist. Weil es ist ja nicht so und auch nicht in Ihrem Buch, dass Sie jetzt alles mit Quellen hinterlegen, nein, fein säuberlich mit Daten und Fakten und so weiter. Das ist ja schon Meinungsjournalismus, also ohne jetzt richtig. Das schlecht zu reden, aber de facto ist das. Aber gut, aber da sind wir jetzt wieder bei der Zeit und bei der Kritik. Ich meine, der Stern war ja noch besser, der ist ja parallel erschienen, die Kritik. Da wurde ich ja als Wundertäter das müssen Sie mal lesen. Als Wundertäter. Hane kann Wunder vollbringen. Erstens, er ist als alter weißer Mann schon geboren. Das ist doch ein Ritterschlag sondergleichen. Das haben Sie noch nicht mehr fertig gebracht in der letzten Sendung. Zweitens, Hane bringt es fertig, durch Stammtischreden immer Platz 1 in der Bestsellerliste zu haben, den ich ja jetzt nun in der 8. Woche habe. Und drittens, Hane bringt es fertig, das Bekloppte das kaufen. So, das ist also erstmal, freue ich mich, dass meine Leser als bekloppt bezeichnet werden. Das wird die doch sehr freuen, dann kaufen sie gleich noch 10 Stück. Und wissen Sie, da muss ich doch ganz ruhig mich zurücklehnen und sagen, der Stern, der das schreibt, hat es fertiggebracht, Wunder 1, uns irgendwelchen Quatsch als Hitlers originale Tagebücher zu verkaufen, ist für mich das Wunder der Weltliteratur. Und das Zweite, Sie haben es fertiggebracht, innerhalb von 10 Jahren 73% der Auflage zu verlieren. Und jetzt gucke ich Sie an und sage, dann gucken Sie sich mal Ihre Einschaltquote an, gucken sich Ihre Abonnentenzahlen mal an, da können wir doch hier hoch erhobenen Hauptes das Studio verlassen und sagen so. Also es juckt Sie einfach nicht. Nein, sag ich ganz ehrlich. Weil es so, also ich habe doch in meinem Leben noch nie so viel Resonanz gehabt wie in diesen Wochen. Wir müssen endlich mal ein Selbstbewusstsein finden in diesen sogenannten alternativen Medien. Wir müssen mal gucken, wie viele Menschen uns intensiv zuschauen. Und ich sehe das ja an den Reaktionen. Wenn ich in der Heute-Sendung war oder im Heute-Journal, der Hane hat aber schicke Anzüge an. Dann kamen die Briefe, wo haben Sie die Krawatte gekauft? Ach, die würden wir gerne für meinen Mann haben. Ich schenke Ihnen eine Krawatte zu Weihnachten, ich möchte aber, dass Sie die auch mal anziehen. Möglichst an meinem Geburtstag, am 7. Mai. Ich will das jetzt nicht banalisieren, aber das waren oft Oberflächlichkeiten. Heute geht es ausschließlich um den Inhalt. Fast. Sie kriegen ja auch Zuschriften,
in Bezug auf andere Themen. Ich will jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, aber ich sag's ja nur. Ja, aber gut, ja, die einen sagen, der Herne könnte mal abnehmen und der ist so kurzatmig oder irgend sowas. Das ist ja alles Liebe. Also da kann ich nur sagen, ganz wunderbar. Es gibt auch Leute, die mir Rezepte schicken, also wenn ich mal ein bisschen Husten habe, also was ich jetzt machen soll. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich alles machen würde, was die mir schreiben, dann wäre ich ja schon tot. Weil das alles, die einen sagen Johanniskraut, die anderen... Man möchte ja, dass sie möglichst lange leben. Ich glaube, sie hatten auch... Ja, aber ist das nicht schön? Ja, natürlich. Sie hatten, glaube ich, einen kleinen Gesundheitsschreck. Ich glaube, bei dieser Gala, richtig? Ja, das war, wo Ricarda... Ich meine, das habe ich der Ricarda Lang ja auch gesagt. Ich sage, wissen Sie, was Sie eigentlich ausgelöst haben, dass wir beiden uns umarmt haben und gemeinsames Selfie gemacht haben. Anschließend war ich der berühmteste Gichtfall des Jahrhunderts. Ich hatte ja einen dicken Fuß, der wurde immer dicker bei dieser Gala. Um mich herum standen nachher alle anwesenden Ärzte bei dieser Gala, die dann rausgingen. Zum Schluss kam noch Gabi Dohm, also die ja mal Frau Professor Brinkmann in der Schwarzwaldklinik war. Ich sag, wollen Sie mir jetzt auch noch helfen? Nein, die wollte nur aufs Klo. Und da ist ja was Interessantes passiert, weil Sie jetzt ja übrigens als letztes Jahr oder als einen der letzten Gesprächspartner Stefan Homburg hatten, dann mit dem Corona-Thema, da waren Sie ja die Erste, mit dieser Reaktion auf die RKI-Protokolle von so einer Koryphäe, die sich 4 Jahre lang da abgemüht hat. Und da kam Hendrik Streeck, der ja ein zwar zurückhaltend, also wesentlich zurückhaltender als ich, aber doch eine klare Position eingenommen hat. Und da sag ich in Gegenwart dieser anderen, die da waren, ich sag, sehen Sie, es hat alles einen Sinn. Als Christ sehe ich ja in allem einen Sinn. Dass ich jetzt einen dicken Fuß habe, hat zur Folge, dass Sie jetzt hier stehen, mich behandeln und ich mich bei Ihnen bedanken kann für Ihre Haltung, die Sie hatten. Also das war für mich, weil Sie das jetzt angesprochen haben mit diesem... Also Ihnen geht es jetzt auch gut, ach, richtig? Ja, geht's ja. Wenn ich bei Ihnen bin, geht es mir doch erst recht gut. Sie wirken quieklebendig. Ich möchte noch einen Satz aus diesem Zeitartikel vorlesen, und zwar, oder eine Beschreibung, und das finde ich sehr witzig und auch irgendwie sehr zutreffend. Und zwar wurde Ihr Buch, oder wie Sie schreiben, beschrieben als lutherisch anmutender Rap. Und das ist schon eine sehr witzige Art und Weise und auch etwas zutreffend. Ich meine, Sie sind Rapper, Herr Hahn. Ja, also ich muss ehrlich sagen. Ein lutherischer Rapper. Ja. Also ich bin mal gespannt, wenn ich den Thomas Schmid mal treffe, was er eigentlich mit diesem Artikel vorhatte. Also ich sag mal so, das ist ja in unserem Gewerbe so, es ist ja oft, wie soll ich sagen, eine Auftragsarbeit. Da sagt ein Chefredakteur, also ich sage mal eine andere Auftragsarbeit, die dann viel schlimmer ist, wo der Chefredakteur oder der, wie ich damals, wenn ich sagte, meine Heute-Sendung, da will ich jetzt was über Flüchtlinge machen und dass die Leute nicht einschlafen. Ich will Frauen mit kleinen Kindern und die Kinder müssen weinen. So sind ja Sendungen gemacht worden, wir wissen es doch. Dann die Bilder, die hinter einem zu sehen waren. Da sage ich, ich will nicht irgendwie Merkel da sehen mit runtergezogenen Mundwinkeln. Ich will ein Kind mit Tränen. Und so werden ja, so, das ist ja die Manipulation. Ja, über Emotionen. Ja. Aber so, das machen Sie doch auch. Ja. Mit Wut und so. Ja, ich sage nicht, dass Sie das unbedingt, aber es ist normal, dass man Menschen mit Emotionen kriegen will. Es ist richtig. Aber das hat natürlich das Bild gezeichnet, wenn ich das jetzt mit den Flüchtlingen sage, als kämen nur Frauen und Kinder. Nur ich bin selbst zweimal da gewesen in Kufstein an der Grenze. Da habe ich nicht eine einzige Frau und nicht ein einziges Kind gesehen, sondern nur Tausende von jungen Männern. Jetzt weiß ich aber nicht, wie wir darauf gekommen sind. Da bin ich jetzt abgekommen. Aber der Thomas Schmid, also wenn wir das mal sehen von der Zeit, Auftragsarbeit. Ich habe irre Erlebnisse schon gehabt. Da wir, also Auftragsarbeit heißt, da sagt jetzt der Chef, also weißt du was, wir müssen den Hahne verreißen und zwar so schnell wie möglich. Wenn ich Chef gewesen wäre, hätte ich gesagt, wir müssen den Hahne verschweigen, verschweigen. Aber gut, die sind aber gut, so, Sie waren ja schon Bestseller, dann kann man das ja auch nicht verschweigen. Ja, Sie waren aber, ja dann schon da. Das heißt, es ist ja präsent. Es war präsent. Ja in den ersten Stunden, wo das war. Ist ja egal. Auf jeden Fall wird dann einer angesetzt.
Und ich kann nur sagen, es gibt ja noch andere Passagen da drin. Ich habe mir das ja genau durchgelesen, habe überlegt, warum hat er das so geschrieben? Die anderen Sachen, die jetzt kamen, ist doch albern. Der Spiegel macht jetzt mich auf den ersten Platz, macht das Cover möglichst klein. Und da, wo ein Text eigentlich steht, bei allen anderen steht bei mir nur Ja. Aber Ja ist doch, kann man doch im Lebensmittelladen. Das ist doch das Positive. Also da gibt's doch Ware, da steht einfach nur Ja drauf. Das ist also die kalorienarme, die ich dann eigentlich kaufen müsste. Also die sind sogar zu blöd, nicht zu erkennen, dass dieses eine Wort Ja und ringsherum ist Platz, die Leute gucken und dass das Cover klein ist, gucken die ja doch erst recht. Also ist alles Blödsinn. Nur, was mich am meisten gefreut hat an dem Artikel, ist, dass der Thomas Schmidt schreibt, Hane beleidigt niemanden. Und da muss ich ehrlich sagen, das hätte ich über mich nicht geschrieben. Ich hätte gedacht, der Hane beleidigt ja nur. Und wenn man im Internet auch mal guckt, so, die Kritik ist dann, naja, der beleidigt ja die Leute. Und dass ein Kollege, der einen eigentlich gar nicht nahesteht, schreibt, der beleidigt aber keinen. Also das muss ich ehrlich sagen, hat mich gefreut. Wenn man das hinkriegt, ich meine, das ist das Größte ja in unserem Beruf, wenn man knallhart die Wahrheit sagen kann und trotzdem niemand beleidigt. Ich habe übrigens auch ein Selfie gemacht mit Karl Lauterbach. Ich könnte die ja hier vorführen, die beiden Selfies. Ich sagte, da sitzt doch mein Lieblingsminister, was der alles auf dem Gewissen hat. Och, sagt er zu mir, die Interviews mit Ihnen waren immer schön. Ja, weil mir war es ja immer lustig. Gut, er war zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht Minister. Er war ja noch nicht in der Position. Richtig? Ja, aber also das war noch eine andere, andere Zeit. Richtig, aber er war immer schon so, wie er war. Also allein ja, aber schon nicht in der Verantwortung. Allein schon diese nölige Stimme ist mir ja immer ja, aber ich meine, man muss schon sagen, Sie hatten die Talksendung ja zwischen 2010 und 2017 und die Welt war eine andere zu dem Zeitpunkt. Klar, Flüchtlingskrise, das haben Sie mitgekriegt, auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, Post-Corona ist ganz anders als absolut, deswegen sage ich ja immer, ich bin froh, dass ich da nicht mehr bei meinem alten Arbeitgeber war. Denn ich habe ja immer gemacht, was ich wollte. Und ich glaube, das hätte ich dann nicht mehr so machen können. Da gibt's ja, da will ich mal ganz kurz einhaken, ja. Weil das kommt ja ganz oft, wenn ich dann wenn Zuschauerfragen an Sie gestellt werden. Ne? Man wird erst mutig, nachdem die Pension fließt. Richtig? Das ist Nummer eins. Ja. Und eine zweite Frage, die auch kommt, und ich stelle sie jetzt einfach, auch wenn ich ein bisschen nervös bin, sie zu stellen: Wie hoch ist Ihre Pension? Also, erstens, die Pension geht niemand was an, weil ich außertariflich bin. Aber die Pension ist so hoch, dass ich alle meine Vorträge, alle meine Reisen, alles, was ich mache, selbst bezahle. Ich käme ja nie auf die Idee, die Taxirechnung von Wilmersdorf hier zu Ihnen ins Studio von 41,80 Euro Ihnen hier in Rechnung zu stellen. Haben Sie auch nicht gemacht, das ist da richtig. Da kann ich immer sagen, also ich bin außertariflich, ich habe auch dafür viel geleistet, ich habe kaum Freizeit gehabt. Ich musste immer präsent sein. Für mich gab es weder Heiligabend noch irgendwas. Die Nachrichtensendung, die politische Aktualität, auch gerade dann hier in Berlin, die über 20 Jahre. Also gut, das ist geschenkt. Aber das andere war... Ist, dass man erst mutig wird, nachdem die Pension fließt. Und da muss ich echt sagen, also das ist ein bisschen was... Mich fasst eigentlich nichts an mehr. Dafür ist man viel zu lange im Geschäft. Aber da kann ich immer nur appellieren, gucken Sie sich meine alten Sendungen an. Gerade die letzten 7 Jahre, also quasi von vor 10 Jahren, bis ich hatte alle Gesprächspartner, die heute auf dem Index stehen. Bei mir saß natürlich Roland Tichy als der große Wirtschaftsexperte. Bei mir saßen die damals neu gegründeten AfD-Vorsitzenden. Bei mir saß Ströbele und Sarrazin. Also das haben die Leute scheinbar alles vergessen. Bei mir war alles und dann meine Bücher. Ich glaube, die Frage, die sich stellt, und darauf werden wir niemals eine Antwort bekommen, ist... Wäre es heute auch möglich? Würden Sie das heute auch hinkriegen? Aber wir können das natürlich nicht wissen. Nein, ich würde es, sagen wir mal so. Eins kann ich aber ganz klar sagen. Ich würde mich nicht verbiegen lassen. Ich habe mich noch nie
verbiegen lassen. Das heißt, wenn mir jetzt einer sagen würde, lieber Peter, du darfst alles machen, nur du darfst Herrn Sarrazin nicht einladen. Dann kann ich ja sagen, aber ich lade ihn ja nicht alleine ein, sondern wir haben einen Gegenpart. Und dann heißt es, nein, der steht bei uns auf dem Index. Ich würde nicht nachgeben. Ich bin noch nie in der Situation gewesen. Das ist doch irre. Viele denken ja immer, ich werde Kompromisse eingegangen. Ich kann wirklich beschwören, und meine Kollegen wissen es ja, es hat noch nie einen Fall gegeben, wo man gesagt hat, du darfst das nicht machen. Und das ist für mich ja der Beweis, dass es schon früher anders war. Das vor 10 Jahren war ein völlig anderes Klima. Und gucken Sie sich doch mal die Talkshows an, auch in denen ich gesessen habe, bei Lanz, bei Kerner, bei Maischberg, ich bin ja überall gewesen. Konnten Sie A, frei reden, aber B, es waren auch andere da, die so denken wie ich. Heute sitze ich doch, wenn ich irgendwo bin, als fünftes Rad am Wagen. Und deswegen gehe ich da nicht mehr hin. Es ist ja auch ein bisschen das Schicksal des alten weißen Mannes, wenn man so will, dass die Art und Weise, wie man gedacht hat, auch ein bisschen ausstirbt sozusagen. Und nicht nur, weil sie älter werden, auch einfach, weil neue Ideen dazukommen. Ja, und gut, dass man mit diesen neuen Ideen nicht mehr so gut klarkommt. Ne? Deswegen regt sie ja auch dieses ganze Thema Gendersprache ja wahnsinnig auf. Ja, aber gut, da kann ich nur immer sagen, es gibt inzwischen mehr Junge, die mich bejubeln, dass ich sage, Gender ist Gaga und das ist der größte Schwachsinn unter der Sonne, weil die es inzwischen auch begreifen, wie schwachsinnig das ist, als Ältere. Also manche Älteren haben ja heute, es gibt ja diese Altersmilde und deswegen bin ich ja froh, dass ich hier Rumpelstilzchen sein darf. Ich bin nicht altersmilde. Im Gegenteil, ich bin wahrscheinlich noch lebendiger geworden, als ich vorher war. Nun war vorher auch meine Rolle anders. Moderator ist Moderator, da kann ich mich nicht aufregen. Und Nachrichtenmann ist Nachrichtenmann. Also ich konnte mich doch nie aufregen. Vielleicht müssen Sie es deswegen jetzt irgendwie kompensieren und rausholen. Aber ich würde trotzdem gerne mal darüber sprechen, wie das eigentlich ist für Sie. Jetzt haben Sie ja, Sie sind, wie alt sind Sie jetzt? 75? Jetzt bin ich 72. 72, so. Das heißt, Sie haben schon eine Ecke gelebt und haben ja viel mitgekriegt. Ja. Auch über das Politische, auch wie man miteinander diskutiert. Und es ist faktisch so, dass sogar in der kurzen Zeit, in den 10 Jahren, in denen ich in den Medien arbeite, sich das Klima schon verändert hat. Das Diskussionsklima. Auf jeden Fall. Hat auch viel mit Social Media und mit dem Internet zu tun. Okay. Und Sie haben jetzt dann noch mal ein paar Jahre mehr auf dem Buckel sozusagen und haben das so miterlebt. Viel mehr, wenn man uns jetzt sieht. Ja, aber stellen Sie auch manchmal fest, dass Sie bei manchen Diskussionen oder bei manchen Themen auch einfach nicht mehr mithalten können oder nicht mehr mitreden können? Ja klar, das fängt ja schon an, wenn die ganzen Social Media Begriffe kommen oder dass die Sprache sich verändert hat, also nicht mit Gender und diesem Quatsch, sondern dass man eben die ganzen Begriffe hat, die heute in den neuen Medien, die jeder versteht und wo ich sage, ich weiß überhaupt gar nicht, um was es geht. Aber vielleicht auch thematisch, wenn wir mal über ein politisches Thema sprechen. Ich meine, jetzt wurde ja kürzlich die Cannabis-Legalisierung durchgebracht. Und deswegen habe ich eingangs mal gesagt, ich wollte mal mit Ihnen darüber sprechen. Irgendwie finde ich das interessant. Hat Peter Hane schon mal gekifft? Nein. Peter Hane hat noch nie gekifft. Was hält Peter Hane von der Cannabis-Legalisierung? Also ich muss ehrlich sagen, erstens, wenn wir keine anderen Probleme haben im Augenblick als das, dann tut mir Deutschland wirklich leid. Das ist erstmal das Erste. Warum muss das jetzt sein? Da hätte man sagen können, wir machen jetzt mal wieder Arbeitsplätze, die ganze Migrationsgeschichte, die Kriminalität, die uns um die Ohren fliegt, die Altersarmut, die immer schlimmer wird, die Kinder, die keine Zukunft mehr haben. Und wir legalisieren Cannabis, aber ist mir ja völlig klar, die Politik ist ja anders nicht zu ertragen als mit Cannabis. Also muss diese Regierung, damit die Politik ertragen wird, Cannabis legalisieren. Da ist mir übrigens, wissen Sie, man muss ja immer hinter die Kulissen gucken, da ist die Ampel, mit der begebe ich mich gar nicht mehr ab, dass die durchgeknallt sind, weiß inzwischen jeder. Aber was macht denn die CDU? Was macht denn die CSU? Die sind doch viel schlimmer. Die haben das doch mitgetragen. Wo war denn im Bundesrat, der zum Schluss entschieden hat über Cannabis? Da haben die Fensterreden gehalten. Dieser Kretschmer aus Sachsen, der schwillt mir der Kamm. Da sitzt der Naive zu Hause und sagt, guck mal, der schöne, liebe Herr Kretschmer von der CDU, der ist ja auch gegen Cannabis. Ja, und wenn die Abstimmung kommt, hebt er die Hand. Das muss man doch alles mal durchschauen. Und wenn ich jetzt sehe, dass Österreich
die Verkehrskontrollen verschärft, weil ja jetzt aus Deutschland die bekifften Leute darüber fahren. Denn weiß man doch, dass der deutsche Richtertag, Verkehrsgerichtstag, nicht Unrecht hat. Wenn er sagt, jetzt haben wir schon die Alkoholiker am Steuer, jetzt kommen auch noch die Bekifften. Also es gibt doch... Aber die gab es ja vorher auch schon. Also ich meine, es ist ja weiterhin illegal, bekifft Auto zu fahren. Aber wissen Sie, es ist trotzdem... Also ich meine, ich streite mich um diese Sachen nicht, weil ich denke, wer das wollte, hat es sowieso immer gemacht. Nur, wissen Sie, jetzt sage ich noch zwei Sachen. 44 Paragraphen hat das Gesetz. Also das ist ja nicht einfach, das ist jetzt erlaubt. Deutschland braucht 44 Paragraphen in so einem dicken Aktenordner. Einer der Paragraphen lautet, wir wollen auch die Grenzen jetzt enger schließen. Früher waren Drogen rund um die Schule 100 Meter erlaubt. Jetzt sind es 200 Meter. Also, liebe Jasmin Kosobek, jetzt gehen wir gemeinsam an die 6 Schulhöfe, die ich um mich herum habe. Da steht der Dealer nicht nur auf dem Schulhof, der steht schon in der Schulklasse, wenn die Pause beginnt, um seine Sachen heute schon zu verticken. Wie weltfremd sind denn diese Leute? Und das ist etwas, worüber ich mich aufregen kann, dass heute etwas so verkauft wird, als wir wollen ja eigentlich nur das Gute. Mhm. Also es ist quasi nicht nur die, also es ist Ihnen gar nicht so wichtig, ob es jetzt legalisiert wird oder nicht. Es ist der Zeitpunkt und die Art und Weise, wie es gemacht ja, wird. Ja, und die Verlogenheit. Ja. Sagen wir mal, die Verlogenheit. Wissen Sie, Politik war immer verlogen. Journalismus ist ja auch in gewisser Weise verlogen. Aber so etwas Dreistes, also früher war man immer froh, dass man nicht aufflog, wenn man irgendwas manipuliert hat. Heute wird das ja dreist gemacht. Die Dreistigkeit finde ich so schlimm. Und dass Leute sich nicht wehren können. Ich habe jetzt bei Kontrafunk den führenden deutschen Suchtbeauftragten, Professor, der ist der Chef der Deutschen Gesellschaft für Suchtprävention. Der hat die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und erzählt, was das alles jetzt bedeutet. Das ist ja nicht nur mal eben, wir legalisieren was, sondern das hat ja einen Rattenschwanz von Dingen. Und der hat dann mal aufgelistet, welches Elend auch in Familien stattfindet. Oder dann eben unter Kindern, unter Jugendlichen, der Zwang, der Gruppenzwang und all diese Dinge. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da eher ein bisschen traurig. Aber klar, das können natürlich Leute machen. Ich meine, ich kann das so schwer sagen, weil ich ja selbst betroffen bin, die keine Ahnung von Kindern haben, die keine Kinder haben. Die Politik wird doch heute weitestgehend von Leuten gemacht, die haben noch nie was von Kindern gehört. Wobei Corona das ist doch nur möglich. Wobei das nicht unbedingt bedeutet, dass Leute Kinder nicht mitdenken könnten. Nein, das, ne? Ich kann es ja auch mitdenken. Ja, genau. Aber die ganze Corona-Geschichte, stellen Sie sich mal vor, in den Bundes- und Landeskabinetten, ich sage ja immer bewusst Landeskabinetten, da war das alles die CDU-Leute. Alles die CDU-Leute, die heute so tun, als hätten sie davon nichts gewusst und nicht mitgemacht. Ja, wenn da jetzt Familienmütter und Väter gesessen hätten am Tisch. Glauben Sie, die hätten beschlossen, unsere Kinder kommen hinter Kaffeefilter und werden 4 Jahre eingesperrt? Ich halte das für ausgeschlossen. Denn jetzt wissen wir doch, und Sie haben das mit Stefan Homburg ja gemacht, ich sehe das ja alles gerne, die spätestens seit den RKI-Akten wissen wir ja, dass die Politik die Akten missbraucht hat, oder die Arbeit des RKI missbraucht hat, um hier Angst zu machen. Hätten da Leute gesessen, zum Beispiel die pflegebedürftige Angehörige hätten oder Kinder, hätten die gesagt, ja, wir sind doch dankbar, dass das RKI sagt, das ist alles Humbug, dann können wir doch unsere Kinder wieder laufen lassen und die Oma besuchen, dass sie nicht alleine sterben muss. Das ist für mich ein Gedanke, der wird viel zu wenig diskutiert. Das heißt, es konnten doch nur eiskalte, korrupte Bürokraten, die für mich wirklich eingesperrt gehörten, die Zahlen des RKI zum Missbrauchen für diese Gesetze und Verordnungen.
Also jemand, der Empathie hat, hätte doch gesagt, Mensch, toll, RKI weist nach, es ist doch überhaupt nicht schlimm. Und das ist, wissen Sie, über sowas kann ich mich aufregen. Und deswegen ist ja nach wie vor meine Forderung, habe ich ja bei Ihnen letztes Mal gesagt, ich will Handschellen klicken hören. Wissen Sie, bei der Cannabis-Geschichte, jetzt müssen Professor Martin Schwab, super Jurist, den ich zusammen mit Stefan Homburg vorgestern traf, der ja die Julia Neigel vertreten hat zum Beispiel. Der Schwab sagt zu mir, jetzt müssen Hunderttausende von Altfällen, juristisch, von Cannabis, aufgerollt werden, weil es ja rückwirkend nicht strafbar ist. Wissen Sie, dass gleichzeitig noch x Ärzte, Hebammen, Krankenpfleger im Gefängnis sitzen oder ein Verfahren haben, weil sie die Corona-Geschichte nicht mitgemacht haben? Aber im Gefängnis sitzen, sind Sie sich da sicher? Ja, es ist so noch, ein, zwei Ärzte sitzen noch. Also wegen der aber da ging es um das Thema Impfzertifikate. Ja, das ist genau. Richtig. Genau. Aber da könnte man doch sagen, das RKI hat jetzt festgestellt, und deswegen kommt ja jetzt meine zweite Forderung. Ich will, dass jetzt nach diesen, zumindest den prominenten Kritikern, Straßen benannt werden. Die müssen, dürfen wir doch nie vergessen. Wir dürfen einen Bhakti, einen Homburg und wie sie alle heißen. Okay, aber ich glaube, eine Rehabilitierung würde ja schon ausreichen. Aber die kommt ja auch nicht. Straßennamen erhalten ja jetzt tendenziell mehr Frauen. Ja, genau. Ja. Aber liebe Jasmin Kusbeck, das ist doch das Allertollste. Wir sitzen ja jetzt hier in Berlin, in ihrem schönen Studio hier. Da haben wir in Berlin den Frauentag. Ist ja der einzige Bundesland, was diesen Tag hat. Frauentag ist Steinzeit. Na, als offiziellen Feiertag hat ja, Berlin es, genau, dass es frei ist. Genau. Ja, aber ein offizieller Tag ist es ja überall. Aber es ist ja Steinzeit. Also, denn diese Form der Emanzipation gilt ja nicht mehr. Wir haben ja jetzt 195 Geschlechter und deswegen bin ich ja der Auffassung, man müsste jetzt für jedes Geschlecht, um gerecht zu werden, einen Feiertag machen. Und dann hätten wir gleichzeitig das Klimaproblem gelöst. Weil, wenn wir 195 Feiertage haben, dazu noch die Wochenenden, wäre ja quasi die Industrie stillgelegt. Und wenn wir dann noch autofrei die Feiertage machen, hätten wir doch die Klimaziele erreicht. Mhm. Ja, ich glaube, dass die meisten Leute da nichts dagegen hätten, weil die Motivation aber zu arbeiten... Aber sehen Sie doch, wie wahnsinnig das inzwischen alles ist. Ja, wenn man so zu Ende denkt natürlich. Ja, aber wissen Sie, dann sage ich doch noch mal eins, weil es wird mir immer vorgeworfen, also der Hane macht diese Ampel kaputt oder irgend sowas. Mit der beschäftige ich mich gar nicht mehr. Vor ein paar Tagen, Sie haben das auch gelesen, wird ein Tweet veröffentlicht von der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU, die sogar noch Bildungsministerin ist in Schleswig-Holstein, Frau Prien. Und die erklärt, Mann und Frau, das ist nur ein Rahmen. Also ich bin ein Rahmen als Mann, Gott sei Dank kein Pfosten, noch nicht mal ein Vollpfosten, ein Rahmen, zwischen dem sich alle möglichen psychologischen, sozialen und so weiter, kommt so eine riesige Geschlechter wiederfinden. Also es ist nicht Claudia Roth oder irgendwer, sondern es sind aus dem Bundesvorstand der CDU Leute, die so etwas ideologisch auf die Schiene setzen. Ja, da kann ich ja sagen, ich gehe doch fröhlich zur Wahl, dann geht alles so weiter. Also ich glaube, dass das halt auch einfach der Zeitgeist ist, in dem wir uns jetzt befinden. Richtig. Davor können sich auch die früheren Konservativen nicht schützen. Ja? Ja, aber sie müssten, also sagen wir mal, um ein Gegengewicht zu setzen, bin ich der Überzeugung, wenn man, das sieht man doch, also das sieht man nur wirklich an mir. In dem Sinne ist mein Buch ja eine Volksabstimmung. Die Leute stürmen die Buchhandlungen, die permanent leer sind. Der Verlag druckt und druckt und druckt. Sowas haben die noch nie erlebt. Es lohnt sich doch, eine Position zu vertreten und dabei zu bleiben. Das zahlt sich immer aus. Dieses Lavieren, was heute die Parteien machen. Und ich habe immer noch gedacht, die CDU nach Merkels Weggang
kommt wieder auf die Beine. Nein, das Gegenteil ist doch der Fall. Wenn selbst mein Freund Wolfgang Bosbach sagt, also am liebsten ist mir dann natürlich eine Koalition mit den Grünen. Die reden von Brandmauer. Warum? Ich kann ja nur sagen, dann würde ich zu den Grünen die Brandmauer ziehen, aber doch zu sonst niemandem. Gut, dann würden Sie ja dasselbe machen, nur in Grün. Ja, ja, also, aber ich würde gar keine Brandmauer. Ja. Wo gibt's denn sowas? Weil ja dauernd dieses Geschlechterthema auch aufkommt. Was ist denn für Sie ein Mann? Ja, ein Mann ist das, was biologisch für jeden klar, ich würde jetzt sagen Brehms Tierleben, aber das ist ja falsch. Also ich weiß gar nicht, gibt's sowas auch für Menschen wie Brehms Tierleben? Also irgendwo festgelegt ist, was es ist. Also wenn ich mich jetzt ausziehen würde, würde man sehen, das ist ein Mann. Aha. Ich meine, es ist doch albern, diese Definiererei. Wir haben doch nun Jahrtausende damit gelebt, dass wenn ein Kind zur Welt kommt und die Hebamme oder der Arzt oder wenn es eine Notgeburt ist, der Taxifahrer unterwegs das Kind hochhält, guckt in die Mitte und sagt, so, ist ein Mann oder eine Frau. So schlicht ist das doch. Das ist Leute gibt, die sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen. Und all die, was man früher als Twitter bezeichnet hat, hat es immer schon gegeben. Aber in einem solchen Promille-Bereich. Heute ist es soweit, und das schmerzt mich schon, dass so viele mitmachen, dass ja geradezu dafür geworben wird. Und dann ist der Gipfel nachher, also dass man die Kinder in der Pubertät verunsichert, die gar nicht mehr wissen, was sie sind. Und dann sage ich nur das Stichwort Pubertätsblocker. Dass also Kinder quasi die Medikamente kriegen, die sie am Entwickeln hindern, damit sie sich dann doch mit 18 oder was frei entscheiden können, was sie sein wollen. Und dann sehen sie, dieser Weg der angeblichen Liberalität ist gepflastert mit Opfern. Und wenn ich denke in England, wo sie ja jetzt die Notbremse ziehen, die Länder, die das ja, Skandinavien, die das schon mitgemacht haben, die ziehen jetzt alle die Notbremse. Ich frage mich ehrlich, was wollen wir unseren Kindern noch alles antun? Diese Pubertätsgeschichten, diese Gendergeschichten, Transgendergeschichten, dann haben wir das Corona-Verbrechen an den Kindern. Und jetzt, und das finde ich noch viel schlimmer als Krönung, schicken wir sie in den Krieg. Herr Selenskyj setzt doch jetzt das Wehrfähigen- und Pflichtalter immer weiter runter. Da kann ich nur sagen, Adolf hat auch zum Schluss die 14-Jährigen geschickt. Jetzt müssen Sie wieder aufpassen, weil jetzt haben Sie Herrn Selenskyj mit Adolf Hitler verglichen. Nein, überhaupt nicht, sondern ich habe ein Phänomen festgestellt, wo ich sage, was hat es in der Geschichte als Vergleich schon gegeben, dass man Kinder an die Front geschickt hat. Und wenn der sich den Schuh anzieht, damit verglichen zu werden, ich vergleiche niemanden, ich stelle nur fest. Und ich stelle fest, dass hier in Deutschland tausende junger Männer sind aus der Ukraine. Ich kann Ihnen die Fotos zeigen von meiner Straße. Man kennt die ja aus Berlin, so. Sieht man ja. Ist ja und kein dann Problem. Ich spreche die ja immer an. Und sag, Entschuldigung, wir schicken euch doch jetzt die Waffen. Ich bezahle doch mit meinen Steuern die ganzen Waffen. Wer bedient die denn jetzt bei euch, wo du jetzt hier bist? Die sagen mir offen ins Gesicht, wir haben 50.000 Euro bezahlt und deswegen durften wir raus. Aber es ist doch nachvollziehbar, dass sie dort nicht an die Waffe wollen, Herr Hane, oder? Ja, natürlich, aber dann kann ich doch nicht als Deutschland einerseits die Waffen finanzieren und die dahin schicken und gleichzeitig die, die sie nicht bedienen wollen, auch noch aufnehmen. Entschuldigung, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch wirklich Wahnsinn. Aber ich gehe auf den anderen Punkt zurück. Erstmal hätte man vor 2 Jahren sofort Frieden haben können und das Wort Frieden findet ja gar nicht mehr statt. Ich meine, wo sind wir denn gelandet, dass sie das Wort Frieden nicht mehr sagen dürfen? Das ist doch heller Wahnsinn. Nur der Spaß hört an einer Stelle auf. Ich will ja gar nicht reden, wo das Geld alles landet. Und wer mir alles erzählt, wenn Banker sagen einem das ja, was ist alles in der Karibik, was wird jetzt alles in die Schweiz transferiert, wo wir glauben, wir würden da irgendwelche armen Menschen mit unterstützen. Aber eins ist ja objektiv. Wenn das Alter, dass man an die Front muss, sukzessive runtergesetzt wird. Das wird ja gar nicht diskutiert in Deutschland. Also Frau Flack
Rheinmetall da, diese vierfachnamige FDP-Tante, für die findet das gar nicht statt. Wenn ich die wäre, würde ich doch sagen, aber Entschuldigung, jetzt reicht's aber langsam. Also 18-Jährige, 16-Jährige, was wollen wir als Nächstes, die da an die Front müssen? Die werden doch verheizt. Und ich glaube, kein Russe und kein Ukrainer will Krieg. Das will die obere Schicht, das wollen die, die ihr Geld damit machen. Ich will noch nicht mal sagen Ideologen. Also in anderen Kriegen, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, das war auch Ideologie. Jetzt geht es um Geschäftemacherei, um nichts anderes. Ich habe noch zum Schluss unseres Gesprächs eine etwas persönlichere Frage, weil ich meine, Sie sind christlich, ja, das wissen wir ja auch. Deswegen bin ich ja für Frieden. Sie sind für Frieden. Wobei, vielleicht bevor ich diese Frage stelle, würde ich noch mal eine Zwischenfrage stellen. Und zwar, ein Zuschauer hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Hälfte der Deutschen sind ja nicht christlich. Ja. Ja. Und wir reden jetzt nicht nur über Muslime, das ist ja ein ganz kleiner Anteil, aber sind eben nicht christlich. Ja, ja. Und Sie sprechen ja oft explizit Christen an. Aber es gibt ja Menschen, die auch außerhalb dieser Art Religion zu leben, sich trotzdem als spirituell oder als gottesfürchtig oder, ja, keine Ahnung, irgendwie in dieser Art und Weise, also dass sie sich da wiederfinden. Wie würden Sie diese Leute adressieren, die vielleicht nicht so ein christliches Verständnis von Gottheit haben? Also was ich ja erlebe ist, ich habe ja eigentlich nur zwei Vorträge, die ich gehalten habe, online gestellt. Das war einmal, kann man danach hören, in der Schweiz, in Zürich, ein Vortrag, letztes Jahr Stiftung CH, Zukunft Schweiz, und jetzt in Greifswald mal einen Vortrag, damit die Leute einmal sehen, was ich so generell zu sagen habe. Sonst nur Gottesdienste. Ich habe ungefähr 10 Gottesdienste, Predigten, mit riesigen Einschaltquoten, was mich unglaublich freut. Und da freut mich am meisten, wenn Leute schreiben, und das kommt häufig vor, da bei YouTube und überall, also wir sind ja gar nicht gottesfürchtig und also mit Gott haben wir nichts im Hut und wir sind Atheisten. Aber wenn wir sie jetzt so hören, kann man da ja mal drüber nachdenken. Oder so Unrecht haben sie ja nicht. Oder das ist mir ans Herz gegangen oder irgendwas. Das sind für mich die allerschönsten Kommentare. Also einer sagt, sie sind so großartig und müssen Bundespräsident werden. Das ist auch nett. Aber wenn einer sagt, ich bin im Herzen und im Leben, in der Mitte meines Lebens davon getroffen worden. Das ist ja ein Zeichen, dass ich ja, sagen wir mal, in dem Sinne kein Fundamentalist bin, als ich nicht ausgrenze und abgrenze. Da bin ich ja so, ich bin ja auch gegen Brandmauern, völlig. Ich muss ja auch sagen, und das habe ich übrigens immer geschrieben, in vielen Büchern, schon vor 30 Jahren, ich bewundere und sehe mit Respekt, wie andere Religionen ihren Glauben konsequent leben. Also wenn mir hier vor ein paar Tagen ein Taxifahrer sagt, das war jetzt meine letzte Fahrt, da sage ich, ja, wieso, dann ist doch erst mittags. Ja, wir haben Ramadan, Fastenzeit. Ich arbeite jetzt nicht. Das bringt zwar wenig Geld jetzt ein, aber ich mache das. Dann könnte ich dem jetzt zwar erklären, dass das eigentlich falsch ist, weil wir ja Jesus als Retter haben, deswegen brauchen wir keinen Ramadan. Aber nein, ich finde das auch in vielen ethischen Fragen, was Abtreibung angeht, dieser ganze Gender-Gaga. Ich meine, warum sagt denn jetzt die Mehrheit der Schwulen, wir wählen die AfD? Die Umfrage gibt es ja. Ist das so? Ja, das habe ich noch nicht gesehen, ja. Ja, ja, müssen wir mal lesen hier, David aber Berger. Aber das sind garantiert ältere schwule Männer. Nein, es sind die, es sind die, die jetzt panische Angst haben, dass wir hier eine Religion verharmlosen, wenn die Mehrheit hier hat. Und dann muss man immer gucken. Ja, Sie sprechen jetzt von den Muslimen, aber gleichzeitig haben Sie gerade gesagt, dass Sie das honorieren, dass die Muslime ihre Religion so ausleben und so strikt leben. Sie sind strikt und konsequent, was ja aber nicht heißt, dass ich das, was sie tun, unbedingt gut finde. In manchen Dingen natürlich. Also dieser ganze Gender-Spaß hört in dem Augenblick auf, wo irgendein Imam eine Schule übernimmt und sagt, so, jetzt habe ich hier das Sagen. Sie glauben nicht im Ernst, dass irgendein Sternchen oder die Diskussion, dass es 195 Geschlechter gibt, das wird, der Islam lacht sich doch tot darüber. Na gut, es ist keine Diskussion da, das ist schon klar. Aber es ist ja eine gewisse
Widersprüchlichkeit, das zu honorieren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite zu kritisieren. Nein, ich honoriere die Konsequenz und sage mir oft, ich persönlich, kann davon lernen, wie unbeirrt die ihren Glauben vertreten. Wir als Christen, und das sage ich jetzt, ich als Christ, nicht unbedingt als Person, aber meine Freunde da alle, die haben sich doch vielfach schon zurückgezogen. Ja, aber diese Konsequenz, die Sie ja gerade sagen, das ist ja das, was, sagen wir mal, den schwulen Männern Angst macht. Ja, ja. Ja, ja, ja. Natürlich. Richtig. Und ich glaube, dass schwule Männer nicht Angst haben vor Christen. Aber sollten die das ja, denn? Ja, aber Sie bringen es doch jetzt völlig auf den Punkt. Ich habe vor 10-12 Jahren, weiß ich noch, in meinen Sendungen, dann hatte ich da Claudia Roth sitzen, dann hatte ich die Künast sitzen von den Grünen und. Und ich sage jetzt, liebe Frau Künast, was wollen Sie jetzt sein? Offene Grenzen für den Islam oder Frauenrechtlerin? Dann gucken die ganz verdutzt. Ja, ich sage, Frau Künast, eins von beiden geht doch nur. Daraufhin sagt die zu mir, Sie stellen Fragen wie die AfD. Will ich nie vergessen. Da sage ich, wie schön für die AfD. Ich sage, das ist genau der Punkt. Was wollen Sie jetzt sein? Wollen Sie schwulenfreundlich sein, Regenbogen, genderfreundlich? Oder wollen Sie die Grenzen aufmachen für täglich 100 Afghanen nach Berlin? Gut, wir müssen es zuspitzen, anders geht es überhaupt nicht. Die Idee ist ja, dass alles gut wird am Ende, weil man die Leute integriert und so weiter. Aber gut, wir können das jetzt noch nicht absehen, weil wir reden hier über einen Zeitraum von ein paar Jahrzehnten, wie sich das ausspielt, auch demografisch. Aber es geht doch jetzt lawinenartig. Also da kann ich nur sagen, in Tegel, während wir hier miteinander sprechen, ein paar Kilometer von hier entfernt, in dem alten Flughafen, sitzen ja bereits 7000 Afghanen. Glauben Sie, die sitzen da und gucken sich Briefmarken an, gucken Jasmin Kosobek und gehen anschließend ein bisschen spazieren? Also spazieren vielleicht, aber den Rest weiß ich nicht. Man weiß nicht wofür. Ja. Aber man muss doch einfach mal sagen, der Spaß ist doch jetzt langsam vorbei. Sie haben recht mit den 10 Jahren. Wir waren ja mal bei den Schulhöfen eben. Wenn Sie die Schulhöfe sich heute angucken, sage ich mir immer, ohne Schaum vom Mund. Es ist doch, Sarrazins Berechnungen waren doch ohne Schaum vom Mund. Es gab übrigens vorher einen in Bielefeld, den habe ich oft interviewt, der ist so vor 10 Jahren oder 15 Jahren gestorben. Das war der schlechthinnige Bevölkerungswissenschaftler, Herwig Birk, der das schon vor 30 Jahren gesagt hat und sagt, die Bevölkerungsentwicklung ist so und so. Es darf uns doch nicht überraschen. Ja, die Frage ist, ob man das zum Problem macht oder nicht oder ob das einem gefällt oder nicht. Und ja, und wenn es gefällt, der soll dann gefälligst darunter leiden. Oder auch nicht. Viele Leute stört es ja nicht. Ja, das ist, also ich meine, das ist so eine eigene Diskussion, die man jetzt führen kann, weil viele Leute sagen, ja, natürlich verändert sich die Bevölkerung, aber da ist es ja nicht schlimm. Ja, aber Entschuldigung, wenn jetzt plötzlich die CDU, die das ganze Jahr verursacht hat, 2015, meldet, dass die Kriminalität durch Ausländer, wo man jetzt langsam sagen kann, jetzt reicht's ja langsam, jetzt war doch erst vor ein paar Tagen ein 4-jähriges Mädchen wird da angegriffen von einem Syrer. Dann die einen schreiben noch nicht mal, wer der Täter ist, die anderen verharmlosen das und diejenigen, die schreiben, dass das ein Syrer ist, werden als Nazis verschrien oder als Aufrührer. Dabei ist das nur die Spitze des Eisberges. Ich bin gegen jede Pauschalierung, aber ich bin gegen das Verharmlosen einer Form von Gewalt, die vorhersehbar war. Wie bei Corona. Die warnenden Stimmen hat es immer gegeben. Und hier standen am Potsdamer Platz die Salafisten mit dem Koran. Und das war eine Bewegung, Lies hieß das, also dass man das lesen soll. Meine frommen Freunde, oh, wie furchtbar, wie furchtbar. Ich sag, wieso, das ist die großartigste Aktion, die es gibt. Ich sag, ich habe den Koran 3-mal gelesen. Deswegen wundere ich mich über nichts mehr. Das meine ich jetzt auch nicht pauschal, weil es gibt, aber gucken Sie sich doch jetzt mal hier, das wären doch tolle Interviewpartner für Sie, den Ahmed Mansour, Nekla Kelek, die Atesh, die Rechtsanwältin, also die liberalen, aufgeklärten Muslime, die sind ganz treue Muslime.
die sehen das noch schärfer als ich. Also ich kann nur noch sagen, ich als Christ sage ich mir auch, nicht seid umschlungen, Millionen. Aber es gibt viele Gemeinsamkeiten, die man hat, die man herausstellen kann. Aber man darf gleichzeitig nicht diese archaische Art von Familienehre und sowas, die ja nun da ist, verschweigen. Und die jungen Leute, und das kann ich nur sagen, sowohl in unserer westlichen Gesellschaft als auch die, die jetzt hier als junge Leute kommen, denen mache ich keine Vorwürfe. Die sind so erzogen worden. Unsere Kinder sind erzogen worden inzwischen in einen Nihilismus. Das Schlimmste in unserer Kultur, auch christlich verantwortet, das ist ja das Schlimme, ist der Nihilismus. Das ist doch purer Nihilismus. Dann ist alles egal. Dann kann ich mein Geschlecht selbst, es ist doch alles irre. Ich kriege zwar vorgeschrieben, wie ich heizen soll, aber Geschlecht ist doch egal. Oder überlegen Sie mal, Ukraine, das wäre ja noch wieder ein Thema für sich, ist das Land, was die höchste Konjunktur hat, Verkauf von Kindern. Leihmutterschaft. Ja, da wird es einem doch schlecht, wenn man das... Warum wird denn das nicht endlich mal diskutiert? Wissen Sie, es gibt so viele Themen, wo ich denke, und wir halten uns fest an Cannabis. Also um da nochmal drauf zurückzukommen. Ich hatte noch eine persönliche Frage. Wir sind am Ende und vielleicht geht es ja mit einem einfachen Ja oder Nein. Und zwar, als gläubiger Christ, haben Sie eigentlich Angst vor dem Tod? Nein. Okay. Vor dem Sterben. Das ist der große Unterschied. Tod heißt, ich weiß, wohin ich gehe. Ich habe nur ein Ziel und das habe ich seit meinem Alter von 9 Jahren und dann in 1000 Talkshows gesagt, als ich in der Spitze meiner Karriere war. Ich will in den Himmel kommen. Ich will in den Himmel kommen und da komme ich auch hin. Deswegen habe ich überhaupt keine Angst. Aber das gebe ich ehrlich zu. Wenn ich heute sehe, wie Leute sterben und jetzt stellen Sie sich mal bitte vor, und das ist jetzt keine nostalgische Sentimentalität. Ich habe mir manchmal vorgestellt, ich wäre jetzt im Sterben während der Corona-Zeit gewesen. Und deswegen, jetzt sage ich das ruhig, wenn ich das in meinen Vorträgen sage, dann platzt mir wirklich der Kragen. Und ich sage, keiner hätte seinen Hund so sterben lassen und beerdigt, wie wir in den letzten 4 Jahren unsere Verwandten, die Alten und auch Jüngere, haben verenden lassen. Und das ist für mich, da bin ich froh, dass ich jetzt noch lebe, sonst wäre ich ja gar nicht bei Ihnen. Herr Hane, das ist richtig. Ich freue mich auch, dass Sie noch leben. Ich freue mich auch, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, dass Sie ein routinierter Wutschreiber sind. Ein lutherischer Rapper. Ja, ist das nicht toll? Ich finde, das ist eine super Beschreibung und ich sage vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich, wenn ihr ein Abo dalasst und bis und auch Geld dalassen. Ja, das sage ich. Ich lebe von Zwangsgebühren. Sie kriegen keine Zwangsgebühren. Dass ich bei Ihnen auftreten darf, muss einen auch was wert sein. Herr Hane, also bitte, meine Damen und Herren. Herr Hane, vielen Dank auch nochmal für diesen Appell und vielen Dank für Ihre Zeit.